Zunächst einmal vielen Dank für die freundlichen Worte der Einleitung, wie überhaupt die Gelegenheit, mich hier in aller Frühe und trotz meiner stolzen 43 Jahre im Rahmen des Nachwuchsvortrags mit einem potenziell etwas trockenen, ja verstaubten Thema an Sie wenden zu dürfen. Einige von Ihnen haben vielleicht schon bemerkt, dass ich mich beim Titel des Vortrags recht schamlos am Titel einer posthumen Festschrift für Erich Weniger bedient habe. Außerdem soll laut Untertitel die Frage nach dem Ausgang der Epoche mathematischer Bildung keine bloß rhetorische sein. Ich soll bzw. will also auf sie antworten. Naja, dann auch sofort. Jein. Das befriedigt Sie jetzt vermutlich nicht. Werfen wir mal einen Blick in die Zeitung. Unter der Überschrift »Der heilsame Schock« schreibt Thomas Kerstan 2011 zum 10-jährigen Jubiläum von PISA eine erfreudige Grabrede für den Bildungsbegriff. Vor PISA habe man verbissen darüber gestritten, was der Nachwuchs denn lernen solle, welche Methoden die besten seien, und führte hochtrabende Debatten über den Bildungsbegriff. Es wusste aber niemand, was die Schüler im Laufe der Schulzeit tatsächlich gelernt hatten, welche Methoden und Rahmenbedingungen am wirksamsten sind. Das sei seit PISA anders. PISA habe die meisten davon überzeugt, dass man zumindest die Grundbildung in den Kernfächern der Schule weltweit vergleichbar messen kann. Jetzt mögen Sie einwenden, dass ja in Grundbildung irgendwie auch noch der Wortteil Bildung enthalten ist. Ich könnte dann sagen, naja, ich habe ja auch deutlich mit Jein geantwortet. Ob das, was seit PISA veranstaltet wird, noch etwas mit Bildung bzw. Allgemeinbildung zu tun hat bzw. überhaupt haben soll, bedarf aber offenbar einer etwas längeren Antwort. Die soll im Folgenden in zwei Schritten erfolgen. Im ersten Schritt geht es um die mathematische Bildung, angefangen bei Humboldt und endend bei Heinrich Winter, wobei das von bis da etwas trügt. Zwischen den beiden erlaube ich mir einen beinahe 150-jährigen Zeitraffermodus. Im zweiten, etwas kürzeren Schritt soll es dann um die Zeit nach PISA, um Konzeptionen von Mathematical Literacy und die in jüngerer Zeit für diverse Brände verantwortlich gemachten Kompetenzen gehen. Zum Schluss reformuliere ich dann meine kurze Antwort noch einmal und beschließe den Vortrag stilecht mit 5 Thesen für und wider den Ablass der Bildung. Zunächst also zur Bildung. Deren klassischer Bedeutungsgehalt ist wohl mit keinem Namen so deutlich verbunden wie mit dem von Wilhelm von Humboldt. Humboldt geht es bei Bildung um nicht weniger als um den wahren Zweck des Menschen, nämlich die höchste und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Wir haben es hier mit einer Idee, einem schon prinzipbedingt unerreichbaren Ideal allgemeiner Menschenbildung zu tun. Denn in begrenzter Lebenszeit kann der Mensch schwerlich sämtliche Kräfte gleichzeitig so hoch wie möglich und so proportionierlich wie möglich ausbilden. Welchen Zweck konnte so eine Idealvorstellung dann vor gut 200 Jahren haben? War sie schon damals pure Ideologie, wie etwa Peter Damerow argumentiert hat? Lutz Führer geht davon aus, dass nicht nur der Mathematikunterricht und nicht nur an preußischen Schulen um 1800 in einem beklagenswerten Zustand war. Es halfen nur 3 Einsichten. Das öffentliche Ansehen des Lehrerberufs musste verbessert werden, die Missstände mussten durch staatsautoritäre Eingriffe bekämpft werden und das beides war nicht realisierbar, ohne das individuelle und allgemeine Unbehagen namhaft zu machen. Für diesen dritten Punkt fungiert Bildung dabei als regulativ im Sinne einer möglichen Orientierung, die den Abstand zwischen Ist- und Soll-Zustand argumentativ zugänglich machen und unter den Entscheidungsträgern so weit konsensfähig machen sollte, dass eben diese staatsautoritären Eingriffe in das Erziehungssystem nicht als willkürlich, sondern als plausible Konsequenzen aus einleuchtenden Prinzipien erscheinen konnten. Man sollte hier bereits einerseits erwähnen, dass das Bildungszitat von Humboldt aus seinen
Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen, stammt. Bildung steht den staatsautoritären Eingriffen daher auch in dem Sinn als regulativ gegenüber, dass es diese gegenüber den Eigenrechten der zu bildenden Person begrenzt. Andererseits ist darauf hinzuweisen, dass der Aspekt der nötigen Konsensfindung schon bei Humboldt selbst dazu führte, dass neben hehren Idealen, wie dem ersten, was Sie gesehen haben, im Bildungsthema seit jeher auch die Frage aufgehoben war, was Allgemeinbildung als Ermöglichung von Bildung für alle Menschen realiter bedeuten konnte. In einem Brief an den preußischen König hält Humboldt mit Blick auf die Zielsetzung seiner Bildungsreform fest: Es gibt schlechterdings gewisse Kenntnisse, die allgemein sein müssen, und noch mehr eine gewisse Bildung der Gesinnungen und des Charakters, die keinem fehlen darf. Jeder ist offenbar nur dann ein guter Handwerker, Kaufmann, Soldat und Geschäftsmann, wenn er an sich und ohne Hinsicht auf seinen besonderen Beruf ein guter, anständiger, seinem Stande nach aufgeklärter Mensch und Bürger ist. Gibt ihm der Schulunterricht, was hierzu erforderlich ist, so erwirbt er die besondere Fähigkeit seines Berufs nachher sehr leicht und behält immer die Freiheit, von einem zum anderen überzugehen. Die so verstandene Allgemeinbildung kann man mit Heinrich Winther auch als Republikanisierung oder mit Hans-Werner Heimann als Universalisierung von Bildung im Sinne dieses ersten Ideals, das ich Ihnen gezeigt habe, betrachten. Schon in Humboldts Zitat zur Allgemeinbildung ist dabei mit Norbert Ricken gesagt, die ganze Ambivalenz und Widersprüchlichkeit von Allgemeinbildung aufgehoben. Sie wird einerseits den Schulen als Zielsetzung für alle Heranwachsenden zugewiesen, aber bereits im zweiten Atemzug wird eingeräumt, dass eben jeder nur seinem Stande nach ein aufgeklärter Mensch und Bürger werden könne und solle. Schließlich strafft das Zitat mit der Behauptung von Allgemeinbildung als Voraussetzung spezieller beruflicher Bildung all jene Lügen, die einen scharfen Widerspruch sehen wollen zwischen Bildung als Zweck an sich selbst, als Humanisierungsversprechen, Anerkennung, Empathie und Herzensbildung einerseits und Bildung als Mittel zu anderen, meist ökonomischen Zwecken andererseits, vermittels Erwerbs von Wissen, Reflexion, Orientierung und Urteilskraft oder allgemeiner Kompetenz. Dass etwas auch der Vorbereitung der späteren Lebens- und Berufspraxis nützlich sein möge, kann nicht grundsätzlich in Widerspruch zu den Zielen allgemeiner Bildung gesehen werden. So heißt es bei Humboldt etwa an anderer Stelle, dass durch die Allgemeinbildung die Kräfte, das heißt der Mensch selbst, gestärkt, geläutert und geregelt werden solle. Durch die Berufsbildung soll er hingegen nur Fertigkeiten zur Anwendung erhalten. Für Allgemeinbildung sei daher jede Kenntnis, jede Fertigkeit, die nicht durch vollständige Einsicht der streng aufgezählten Gründe oder durch Erhebung zu einer allgemeingültigen Anschauung die Denk- und Einbildungskraft und durch beide das Gemüt erhöht, tot und unfruchtbar. Für berufliche Bildung müsse man sich hingegen sehr oft auf in ihren Gründen unverstandene Resultate beschränken, weil die Fertigkeit da sein muss und Zeit oder Talent zur Einsicht fehlt. Ein Hauptzweck von Allgemeinbildung sei daher gerade, Berufsausbildung so vorzubereiten, dass für wenige Gewerbe noch unverstandene und also nie auf den Menschen zurückwirkende Fertigkeit übrig bleibe. Soweit die Theorie. Gemäß dem Friedrich Engels zugeschriebenen Spruch, Berufsbildung ist die Allgemeinbildung der Beherrschten, Allgemeinbildung ist die Berufsbildung der Herrschenden, ist allerdings davon auszugehen, dass die niedere, nicht-gymnasiale Volksbildung faktisch eben doch ganz unmittelbar der Berufsvorbildung zu dienen hatte, also dem Erwerb eher routinemäßig zu beherrschender praktischer Fertigkeiten. Es erscheint zudem auch hinsichtlich Rechen- und Mathematikunterrichts der etwa letzten 200 Jahre eher zweifelhaft, inwieweit dieser durchgängig von dem Wunsch nach Einsicht der streng aufgezählten Gründe geleitet wurde. Ohne den Erwerb von vielfach nicht oder schlecht verstandenen Routinefertigkeiten
war es offenbar zu keiner Zeit faktisch zu bewerkstelligen, junge Menschen zu stärken, zu läutern und zu regeln. Der Widerspruch, dass Bildung ein Ideal für alle Menschen sein möge, dennoch einer Ständen getrenntes Bildungswesen etabliert wird, spiegelt sich überdies deutlich in der Trennung von Rechen- und Mathematikunterricht. Die behauptete Allgemeinbildung ist damit schon ihrer äußeren Form nach mit den Worten Heinrich Winters von jeher dem Dilemma in der Zielprojektion zwischen Anpassung und Aufklärung ausgesetzt und eng damit verbunden dem auch heute noch sehr relevanten Spannungsfeld zwischen mathematischer Systematik und Lebenswirklichkeit. Ich kann das an dieser Stelle aus Zeitgründen nicht weiter vertiefen, gebe aber unten auf der Folie einen Eindruck mit der Tabelle und eine Literaturangabe, ein Selbstzitat, man muss ja auch mal Werbung machen, hinzu. Die gesammelten Literaturangaben gibt es dann am Ende in Form eines Links auf Manuskript und Foliensatz, da ist dann auch die vollständige Bibliografie dabei. Was passiert nun in den gut 150 Jahren zwischen Humboldt und Heinrich Winter? Zunächst mal gibt es Telefone. Ansonsten nenne ich zumindest einige Schlaglichter. Erstens gesamtgesellschaftlich und bildungspolitisch. Die neuhumanistische Idee, dass Menschen, die sich möglichst allseitig und frei von Praxiszwängen mit Kultur beschäftigen, dann auch irgendwie automatisch gute Menschen werden, also das sogenannte Humanisierungsversprechen, wurde erheblich erschüttert. Nämlich durch den Umstand, um es mit Adorno zu sagen, dass Menschen, die zuweilen mit Passion und Verständnis an den sogenannten Kulturgütern partizipierten, unangefochten der Mordpraxis des Nationalsozialismus sich verschreiben konnten. Andererseits haben wir seit der Nachkriegszeit eine halbwegs stabile Demokratie im deutschsprachigen Raum und es gab in den 1960er Jahren unter Dahrendorf und Picht eine Renaissance des Anspruchs von Allgemeinbildung als Bildung für alle. Der Zugang zu höherer gymnasialer Bildung im 19. Jahrhundert ja noch 2-7% der männlichen Heranwachsenden vorbehalten, wurde erheblich erweitert. Das kann man ja durchaus auch positiv sehen. Zweitens, Pädagogik und Erziehungswissenschaft. Die haben meinem Eindruck nach eine sehr ausgeprägte Hassliebe zum Bildungs- und Allgemeinbildungsbegriff entwickelt, ihn immer mal wieder auf die Seite gelegt und durch Erziehung, Enkulturation oder Sozialisation zu ersetzen versucht, sind dann aber irgendwie doch immer wieder bei ihm gelandet. Andererseits, wenn man jetzt wieder guckt, was hat sich vielleicht eher konsensuell entwickelt, würde ich es schon als Konsens ansehen, dass schulische Bildungs- oder Enkulturationsbemühungen allgemein eben nur noch als möglich erachtet werden, wenn Kultur und Gesellschaft nicht einfach als unkritisch gegeben und dann an die Heranwachsenden zu vermitteln hergenommen wird, sondern Kultur und Gesellschaft gelten vielmehr etwas, das in Bildungsprozessen kritisch in den Blick zu nehmen und hinsichtlich seiner Veränderbarkeit auch zu befragen ist. So hält etwa Klafki schon für den anfangs bereits erwähnten Erich Weniger fest, dass Bildung von Weniger als Begegnung mit nicht, na, als Begegnung der Inhalte, Entschuldigung, also dass Bildung von Weniger als Begegnung mit Inhalten der kulturellen Tradition von Weniger nicht als normativ verbindliche Verpflichtung auf ein vermeintlich übergeschichtliches geistiges Erbe verstanden wurde, sondern vielmehr als in der bildenden Begegnung glaubhaft zu repräsentierendes Angebot, angesichts die jungen Menschen selbst zu ihren eigenen Interessen, Wertungen und Entscheidungen finden sollten. Drittens, Mathematik. Diese kann sich bedingt vor allem durch ihre zentrale Rolle in der Lehrerbildung ab Mitte des 19. Jahrhunderts an deutschen Universitäten institutionell fest etablieren. Im gleichen Zug wächst das wissenschaftliche Wissen in der Mathematik in einem unvorhergesehenen Ausmaß. Das führt allerdings auch dazu, dass schon zum Ende des 19. Jahrhunderts erstmals die jüngst auch wieder aufflammende Klage eines zu weiten Zurückfallens der schulischen Mathematikausbildung hinter die Ansprüche der Universität laut wird.
Mit der zunehmenden Etablierung der Mathematik als eigenständiger Disziplin geht interessanterweise auch eine zunehmende Verbreitung mathematischer Methoden in fast allen anderen Wissenschaftsbereichen und in vielen Bereichen des öffentlichen, teilweise sogar privaten Lebens der Menschen einher. Dieser Mathematisierung steht andererseits auch eine Tendenz der Demathematisierung gegenüber. Mathematik ist zwar allgegenwärtig, doch unsichtbar. Sie ist implizite Mathematik, die sich in Maschinen, Geräten, Programmen und Algorithmen versteckt. Deren ganzer Zweck besteht aber gerade darin, als Blackbox zu funktionieren, die nicht mehr, sondern weniger händisches mathematisches Können erfordert. Viertens, Mathematikunterricht. Da muss ich am wenigsten zu sagen. Hier gab es zwei größere Reformbemühungen, die jeweils hinsichtlich ihrer Folgen und Erfolge wahrscheinlich eher als ambivalent einzuordnen sind. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Meraner Reformen, denen verdanken wir vor allem Analysisunterricht, und dann in den 1960er, frühen 70er Jahren die neue Mathematik, von der ist zumindest in Österreich außer einigen Mengensprechweisen und Äquivalenzpfeilen eigentlich nicht wirklich etwas von Bestand gewesen. Andererseits läuten die 1960er bzw. 70er Jahre jedenfalls nominell im deutschsprachigen Raum auch das Ende des Schismas von Rechen- und Mathematikunterricht ein. Das Fach heißt jetzt ab der ersten Klasse und in allen Schulformen überall Mathematik. Natürlich haben niedere und höhere Bildung immer noch graduell unterschiedliche Bildungsansprüche, aber eben nicht mehr prinzipiell. Soweit der Zeitraffer. Bevor ich zu Winter komme, was soll uns das alles sagen? Nun im Wesentlichen, dass es angesichts all dieser jeweils ambivalenten Entwicklungen in Gesellschaft, Bildungspolitik, Pädagogik, Mathematik und Mathematikunterricht wohl gar nicht weiter verwunderlich ist, dass das, was man in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts an Bildungsansprüchen für den Mathematikunterricht formuliert hat, sich in vielen Punkten notwendig von dem unterscheidet, was man Anfang des 19. Jahrhunderts formuliert hat. Daraus alleine würde ich aber nur eine Transformation der Bildungsidee ableiten wollen, nicht das Ende ihrer Epoche. Ich komme zu Heinrich Winter. Genauer gesagt, ich komme zu seinem epochalen Text Allgemeine Lernziele für den Mathematikunterricht, der am Ende ausdrücklich und intentional ein Fragezeichen stehen hat. Hier wird eben eine Perspektive der Entwicklung aufgezeigt, neuerlich das, was wir bei Führer als regulative Idee gesehen haben, gedacht. Nicht selbstverständliche Wirkungen real existierenden Mathematikunterrichts beschrieben. Winter will die vielfältigen Aktivitäten beim wirklichen Lernen von Mathematik bündeln und ihre genetischen Wurzeln freilegen. Dazu bedürfe es sowohl eines Bildes von der Mathematik als auch eines Bildes vom Menschen. Winter gelangt dabei zu der folgenden Gegenüberstellung. So, jetzt hat mir Wolfram Mayrhöfer verboten, dass ich sage, lesen Sie bitte kurz selbst. Deswegen dann vielleicht hier zweite Zeile, der Mensch als nachdenkendes, nach Gründen Einsicht suchendes Wesen. Dem steht gegenüber die Mathematik als beweisende, deduzierende Wissenschaft. Das könnte als allgemeines Lernziel für Schule bedeuten, das rationale Denken zu fördern. Und das könnte im Mathematikunterricht etwas mit Beweisen lernen zu tun haben. Wobei mir jetzt noch wichtig wäre, auch klarzumachen, naja, ob man jetzt hierzu, zu diesen beiden Dingen schon etwas beigetragen hat, automatisch dadurch, dass man Beweisen unterrichtet, das ist eben gar nicht so klar. Also da ist wieder die Frage, welche didaktische Rahmung braucht das eigentlich, damit man damit etwas über den Mensch und die Mathematik erfahren könnte. Gut, ich hoffe, Herr Mayrhöfer ist jetzt zufrieden. Sie erkennen hier deutlich den Versuch, ein facettenreiches Bild von Mathematik als Medium allseitiger Bildung zu zeichnen. Auffällig ist an dieser Stelle vielleicht, dass dem Menschen als gesellschaftlichem Wesen oder eben als Bürgerinnen und Bürger, die wir bei Humboldt schon dabei hatten, nicht ausdrücklich ein eigener Punkt gewidmet ist. Das sieht im wohl noch bekannteren Text Mathematikunterricht und Allgemeinbildung von 1995 schon etwas anders aus. Dessen drei Grunderfahrungen werde ich jetzt trotzdem nicht vorlesen, weil die kennen Sie eh alle. Genauer ansehen sollten wir uns allerdings Grunderfahrung 1. Man könnte geneigt sein zu unterstellen, dass es bei Punkt 1 vor allem darum ginge, Mathematik als nützliche, brauchbare Disziplin kennenzulernen. Eine Lesart, die Grunderfahrung 1 zur Nützlichkeit verkürzt, unterschlägt aber zwei ganz entscheidende Spezifikationen.
Es soll nach Winter darum gehen, Dinge, die uns alle angehen oder angehen sollten, durch Mathematik in einer spezifischen Art und Weise wahrzunehmen und zu verstehen. Dazu heißt es bei Winter selbst weiter. In 1 ist die Mathematik als nützliche, brauchbare Disziplin angesprochen und tatsächlich ist sie in dieser Hinsicht von schier universeller Reichweite. Dies allein impliziert noch nicht eine Bedeutung für Allgemeinbildung. Interessant und wirklich unentbehrlich für Allgemeinbildung sind Anwendungen der Mathematik erst, wenn in Beispielen aus dem gelebten Leben erfahren wird, wie mathematische Modellbildung funktioniert und welche Art von Aufklärung durch sie zustande kommen kann. Und Aufklärung ist Bürgerrecht und Bürgerpflicht. Diese Zurückweisung der Legitimation von Mathematik als Bildungsgegenstand allein schon aufgrund ihrer Nützlichkeit im alltäglichen Leben findet sich bereits 5 Jahre vor den berühmten Grunderfahrungen im etwas weniger bekannten Aufsatz Bürger und Mathematik. Zur aktuellen Bedeutung des oben schon erwähnten Spannungsverhältnisses von Anpassung und Aufklärung hält Winter dort fest, dass es vor allem die Frage betrifft, sollen die Schüler in erster Linie für nützlich erachtete Dinge der späteren privaten Lebens- und Berufspraxis lernen, um sich dort möglichst erfolgreich, vielleicht sogar clever behaupten zu können? Oder aber sollen die Schüler mehr bzw. darüber hinaus auch zu Bürgern im Sinne von mündigen Demokraten herangebildet werden, also Weltkenntnis, Urteilsfähigkeit, Handlungs- und Verantwortungsbereitschaft in Fragen des öffentlichen Lebens der Menschen erwerben? Dabei ist sich Winter der besonderen Herausforderung von Aufklärung in der arbeitsteilig organisierten modernen Gesellschaft vollends bewusst. Heute stelle sich das Problem der Aufklärung vor allem als ein Problem des Ungleichgewichts zwischen den jeweils kleinen Gruppen von Experten für Steuerwesen, Industriemanagement etc. etc. und der großen Menge der Laien. Es helfe auch nur bedingt, dass in den meisten Wissensbereichen prinzipiell jedermann Zugang habe, weil der hohe und zunehmende Grad an Spezialisierung einschließlich der zugehörigen Fachsprachlichkeit die Ausbreitung einer allgemeinen Informiertheit ungeheuer erschwere. Als Laie mache man es sich aber dennoch ganz im Kantschen Sinne zu bequem, wenn man die gutachterlichen Äußerungen der Experten einfach nur gläubig vernehme, ohne sie begreifen zu können, wenn man also als Laie brav befolgte, was die Experten und die mit ihnen eventuell verbundenen Machtgruppen sagen. Soll der normale Bürger trotz aller Hemmnisse ein gewisses Maß an Einsicht, Urteilsfähigkeit und Handlungsorientierung erlangen, erwachse daraus das Problem der Aufklärung. Mathematikunterricht kommt jetzt insofern ins Spiel, als nach Winter die Mathematik nicht nur das Beschreibungsmittel für Naturwissenschaftler und das Arbeitsmittel für Ingenieure sei, sondern die rational planende, kalkulierende und agierende Arbeitsweise sich generell in nahezu allen Wissenschaften ausgebreitet hat und in die öffentliche und alltägliche Kommunikation hineinreiche. Mathematisches Modellieren zeigt für Winter nun dann eine Perspektive auf, sich diesem Phänomen anzunehmen, wenn zum einen eine entscheidende Umorientierung im Gegenständlichen umgesetzt wird, nämlich eine Abkehr vom Lösen isolierter und letztlich doch nur fachsystematisch sinnvoller Übungsaufgaben und eine Hinwendung zum geistigen Ordnen und Deuten von Situationskomplexen in ihrer mathematisch-sachkundlichen Doppelnatur, die prinzipiell für alle Menschen wichtig sei. Zum anderen hält es Winter für eine Voraussetzung eines aufklärerisch wirkenden Mathematikunterrichts, das Kantsche Sapere Aude, da hat Herr Meyerhöfer gesagt, ich soll sagen, was das heißt, also den Mut zu haben, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen, ja, vielleicht sogar sich seines Verstandes auch ohne Führung und Verführung durch die Mathematik zu bedienen. Dieses Sapere Aude also auch dahingehend zu verstehen, ganz generell mehr Selbstständigkeit anzustreben, mehr entdecken lassenden Unterricht zu ermöglichen. Dieses Sapere Aude wäre es jetzt umgekehrt auch, was den didaktisch herausfordernden Kern von Winters beiden anderen Grunderfahrungen ausmacht. Aus Zeitgründen überspringe ich das wieder mit einer Werbeeinblendung unten auf der Folie. Gut, ich möchte an dieser Stelle den Blick noch einmal ausweiten und fragen,
woher rührt eigentlich die von Winter beschriebene Ausbreitung der Mathematik in der Gesellschaft? Welches mathematische Wissen und Können müssten sich in einer zunehmend Mathematik als scheinbar unproblematischer bzw. nicht mehr zu problematisierender Technologie vertrauende Gesellschaft alle Menschen und Bürger erarbeiten? Und inwiefern ist zur Kontrolle der Expertinnen und Experten überhaupt oder wenigstens in erster Linie mathematisches Wissen und Können gefragt? Ein in der Ökonomie und Politikwissenschaft populärer Beschreibungsansatz für die spezifischen Probleme der Expertin-Laien-Kommunikation ist die sogenannte Principal-Agent-Theorie. Es geht dabei um jene wirtschaftlichen, politischen, aber auch privaten Situationen, in denen Problemlösungen, die spezifisches Wissen und Können erfordern, an Dritte als Ausführende delegiert werden. Ich mache jetzt ein paar Beispiele. Sie lassen sich zum Beispiel in der Bank über einen Kredit oder im Krankenhaus über eine OP beraten. Sie informieren sich hoffentlich über die Programme der politischen Parteien, die Sie ja hoffentlich auch wählen, und über zur Wahl stehende Kindergärten und Schulen, denen Sie Ihren Nachwuchs anvertrauen möchten. Gemeinsames Strukturmerkmal dieser Situation ist nun eine Asymmetrie der Kommunikation. Der Agent verfügt über einen Informations- und hoffentlich auch Fähigkeitsvorsprung, was die konkrete Problemlösung angeht. Also in meinen Beispielen Kreditwesen, OP, ein Land regieren, die Kinder großziehen. Der Prinzipal, also Sie, trägt zu einem gewissen Grad die Verantwortung für die Problemlösung. Sie unterzeichnen letztlich den Kreditvertrag, Sie unterzeichnen die OP-Zustimmung, Sie müssen die Steuern bezahlen und Sie sind die formell Erziehungsberechtigten. Mathematische und statistische Verfahren kommen in solchen Situationen jetzt doppelt vor. Einerseits können die Expertinnen bzw. Agenten Mathematik als Arbeitsmittel verwenden, vor allem eben auch solche, die der Prinzipal selbst nicht beherrscht. Andererseits kontrollieren prinzipale Agenten auch durch Mathematisierung, insbesondere über Kennzahlen und das gerade dort, wo sie das innerfachliche Handeln der Experten selbst nicht verstehen. Dieser Gebrauch von Mathematik zur Kontrolle eines dem Einzelnen bzw. der Gemeinschaft nicht mehr zugänglichen fachspezifischen Handelns stellt aber eine ganz neue Dimension des Gebrauchs von Mathematik dar, die maßgeblich mit zu deren Ausbreitung in der Moderne beigetragen haben dürfte und gegenüber Zeiten Kants und Humboldts auch ganz neue Herausforderungen für die Aufklärung mit sich bringt. Hier seien stellvertretend drei Bücher angeführt, die sich sehr kritisch mit Mathematik als sogenannter Vertrauenstechnologie beschäftigen. Vertrauenstechnologie meint die durchaus gefährliche Idee, dass sich Objektivität quasi mechanisch automatisch durch die für die modernen Mathematik typischen Systeme regelhafter Darstellung und Verarbeitung von Informationen herstellen lässt. Dieser Technologie wird nun einerseits innerwissenschaftlich vertraut, denken Sie etwa an die zunehmende Formalisierung der Mathematik im 19. und 20. Jahrhundert, oder die Ausbreitung der Statistik in der Medizin, der Bildungsforschung, Didaktik und andererseits auch in der Kommunikation zwischen Öffentlichkeit und Wissenschaft. Denken Sie etwa an die Kennzahlen aus den Ziel- und Leistungsvereinbarungen, die Ihre jeweilige Universität mit dem für Sie zuständigen Ministerium abschließen. Ein Aufklärungshindernis stellt das gleich in doppeltem Sinn dar. Die Zahlen verdecken eine Ebene des unter Ihnen liegenden, nun nicht mehr kontrollierten Agentenhandelns, und die Verfahren der Produktion dieser Zahlen bleiben als solche eben doch oft nebulös. Ein Bildungskonzept, das sich auch dieser neuen Rolle von Mathematik besonders annimmt, stammt bekanntlich von meinem pensionierten Klagenfurter Kollegen Roland Fischer. Sein Konzept differenziert sehr deutlich zwischen Mathematik als MINT-Vorausbildung und Mathematik als Medium der Laienbildung. Für die Laienrolle könne operatives Wissen und Können eben nicht die entscheidende Rolle spielen, sind es doch gerade die ausführenden mathematischen Problemlöse- und Modellierungstätigkeiten, die man in seiner Laienrolle später gerne an andere delegiert.
Entscheidender sei ein solides Verständnis mathematischer Begriffe, Konzepte und Darstellungen, das sogenannte Grundwissen, sowie zusätzlich die Beschäftigung mit der Bedeutung von Mathematik für Mensch und Gesellschaft. Eine Ahnung davon, wie Mathematik gleichsam ein Verstärker wie auch Scheuklappe unseres Denkens sein kann. Das wäre das Reflexionswissen. Beim Reflexionswissen wird es jetzt etwas schwierig. Punkt 1. Im Reflexionswissen interagieren mathematische Wissensbestandteile im engeren Sinne notwendig mit Wissen und Verständnis der Kontexte ihres Einsatzes. Punkt 2. Schon im Unterricht als Prozess der Befreiung vom Gegenstand hatte Fischer argumentiert, dass eben dieser Prozess der Befreiung auch zu einer Emanzipation gegenüber Mathematik verhelfen solle, ja zu einer Distanzierung von Mathematik, der Verweigerung ihres Einsatzes. Diese beiden Punkte sind aber Punkte, die mit den hergebrachten Zielsetzungen von Mathematikprüfung und Mathematikunterricht nur sehr bedingt vereinbar sind. Ja, bei denen man sogar fragen kann, ob sie als gesellschaftlich konsensuelle Zielsetzung nicht sehr weit hinter die breit akzeptierte Vorstellung der MINT-Vorbildung zurückfallen. Das Phänomen der Interaktion von Mathematik im engeren Sinne mit deutlich über Mathematik hinausweisenden Wissensdomänen ist auch typisch für ernstzunehmende Ansätze von Mathematical bzw. Statistical Literacy. Ich mache das jetzt übrigens so ähnlich wie die gestern Abend, wie sie etwa auch unser morgiger Hauptvortragender Ido Gall vertritt. Auch er geht davon aus, dass für die Allgemeinheit relevanter Statistikunterricht sich eben nicht vornehmlich mit Mathematik aus Sicht der Produzenten von Statistik, sondern aus Sicht der Konsumenten von Statistik beschäftigen müsste. In seinem Modell statistischer Literalität wird dabei deutlich, dass mathematisches und statistisches Wissen und Können für diese Zielgruppe zwar eine wichtige Bedeutung haben, aber eben auch ganz andere Dinge wichtig sind, etwa allgemeine Lesefähigkeit, Kontextwissen und eine grundlegende kritische Haltung. Genauer wird er uns das aber morgen früh selbst erzählen. Wir sind damit im zweiten Teil des Vortrags angelangt, in dem es um Mathematical Literacy gehen soll. Zur Erinnerung, anfangs hatte ich die Frage aufgeworfen, ob Grundbildung dennoch Bildung sein soll oder überhaupt will. Grundbildung ist aber nichts anderes als die etwas behelfsmäßige Übersetzung des Terminus Mathematical Literacy. Um diesen und die mit ihm eng verbundenen Kompetenzen soll es also im Folgenden gehen. Auf der Folie steht jetzt Literacies, kein Tippfehler, weil es sich um eine recht facettenreiche Idee handelt, die sehr unterschiedliche, auch durchaus widersprüchliche Zielsetzungen und Wege der Zielerreichung kennt. Die sind hier auf der Folie zusammengestellt. Wobei diese Idee im deutschsprachigen Raum dann im Wesentlichen gefiltert durch PISA wahrgenommen und sehr viel enger gefasst wird und vielleicht auch überhaupt erst dadurch politisch konsensfähig, also wieder zu so einem zu Bildung äquivalenten Regulativ werden kann. Wir gucken jetzt trotzdem etwas in die Geschichte des Konzepts. Konzeptionen von Mathematical Literacy, Quantitative Literacy oder Numeracy wurden im englischen Sprachraum, insbesondere in Großbritannien, bereits seit Ende der 1950er Jahre diskutiert. Und Literacy ohne Mathematical ist ja zunächst einmal ein Begriff aus der Sprachwissenschaft, der sich eben nicht so gut ins Deutsche übersetzen lässt, weil die deutsche Sprache ursprünglich nur sein Gegenteil kennt. Analphabetismus. Also Literacy, Gegenteil von Analphabetismus. Als Keimzelle der Mathematical Literacy-Konzeption gilt der durch den britischen Crowther Report von 1959 geprägte Begriff von Numeracy. Das ist Crowther und das steht in seinem Report. Auch hier übersetze ich zumindest die wesentlichen Passagen simultan und etwas frei. Numeracy ist hier ein recht anspruchsvolles Verständnis der Notwendigkeit quantitativen Arbeitens im Kontext allgemeinen wissenschaftlichen oder naturwissenschaftlichen Arbeitens. Der Crowther Report fokussiert dabei die Altersgruppe der 15- bis 18-jährigen Lernenden und seine wesentliche Aufgabe besteht darin,
Anforderungen an den Unterricht in dieser Altersgruppe zu beschreiben, die sich aus deren weiterem Bildungsweg an den tertiären Bildungseinrichtungen ergibt. Es geht also eher um Wissenschaftspropädeutik im Rahmen allgemeiner Studierfähigkeit, vielleicht um so Dinge, die man wie mit Nature of Science oder Nature of Mathematics beschäftigen können und noch gar nicht um sowas wie basale Fähigkeiten für das alltägliche private oder öffentliche Menschen- und Bürgerleben. Schon eher in diese zweite Richtung tendiert der in den 1980er Jahren erschienene, ebenfalls britische Cockcroft Report. Das ist Cockcroft. Mit seinem Report wird Numeracy ganz analog wie Literacy für sprachliche Fähigkeiten und Fertigkeiten als so eine Art funktionale mathematische Alphabetisierung verstanden. Als Sammelbegriff dafür, ich übersetze jetzt wieder etwas frei, einerseits elementare mathematische Fertigkeiten zur Bewältigung konkreter Alltagssituationen einsetzen zu können und andererseits über sowas wie eine Lese- und Interpretationsfähigkeit für mathematische und mathematikhaltige Darstellungen zu verfügen, etwa Tabellen, Funktionsgraphen, statistische Grafiken und Prozentangaben. Cockcroft und seinem Komitee geht es also in der Tat um so eine Art basales Niveau an Wissen und Können, das jedenfalls helfen soll, in Problemsituationen des Erwachsenenlebens nicht bereits an der Mathematikhaltigkeit der Situation oder an der Mathematikhaltigkeit der Beschreibung der Situation zu scheitern. Auch in dem in PISA 2000 verwendeten Terminus Mathematical Literacy schwingt diese Bedeutung mit. Es gäbe vermutlich etwas weniger Streit um PISA, wenn sich die diesem Terminus an die Seite gestellte Definition und die mediale Berichterstattung über PISA darauf einlassen würden, dass hier im Kern basale mathematische Fähigkeiten überprüft werden, die in Alltagssituationen aller Menschen relevant werden können. Was ein wichtiges Ziel des Mathematikunterrichts sein kann, aber eben kaum dessen einziges Ziel sein muss. Die Definition von Mathematical Literacy, die Sie dann tatsächlich im PISA 2000 Framework finden, ist allerdings deutlich hochtrabender und spricht davon, dass Lernende die Rolle der Mathematik in der Welt identifizieren und erkennen und mathematisch fundierte Urteile als konstruktive, interessierte und reflektierte Bürger abgeben können. Das ist einigermaßen abstrakt, wird nicht und kann so direkt freilich auch nirgendwo in PISA überprüft werden. Erneut mit Lutz Führer, auch Mathematical Literacy ist eine regulative Idee, allenfalls Fernziel schulischer Bemühungen. Im Unterricht kommen sie gar nicht an den Punkt. Allenfalls kann man sich bemühen bzw. zum Ziel setzen, Grundlagen dafür zu schaffen, die es dem Einzelnen dann erlauben, Interesse, Zeit, Muße und die richtigen Rahmenbedingungen bereits vorausgesetzt, sich im Erwachsenenleben in Richtung dieses Ideals weiterzuentwickeln. Anhand des PISA 2012 Frameworks könnte man nun meinen, dass diese Kritik aufgenommen wurde. Die neue Definition beschreibt nämlich in den ersten beiden Sätzen deutlich konkreter, was die tatsächlich geprüfte Mathematical Literacy beinhaltet, nämlich ein Umgehen mit mathematischen Begriffen und Verfahren in vielfältigen außermathematischen Kontexten zur Beschreibung, Erklärung und Vorhersage von Phänomenen. Und führt dann erst im dritten Satz als Begründung dieser Literacy an, dass diese Dinge im späteren Bürgerinnenleben eine Unterstützung sein können. Das ist deutlich realistischer. Diese neue Bescheidenheit wird allerdings durch den anstandslosen Gebrauch der Vokabel Kompetenz in Mathematik, Didaktik, empirischer Bildungsforschung und Bildungspolitik tendenziell konterkariert. Wenn von Modellierungskompetenz oder Problemlösekompetenz auf Schülerinnen- oder Schülerseite beziehungsweise diagnostischer Kompetenz oder sogar professioneller Kompetenz auf Lehrpersonenseite geredet oder geschrieben wird, legt das doch nahe, dass in Schule bzw. universitärer Lehrerinnenbildung nicht nur unmittelbar praxisrelevantes Wissen, sondern sogar für das spätere Leben bzw. den Beruf direkt verwertbare Fähigkeiten und Fertigkeiten mitsamt der, wie es so schön heißt,
motivationalen und volitionalen Komponenten erworben werden könnten und dass dies grosso modo auch noch durch entsprechende Testungen überprüfbar sei. Der Begriff Kompetenz verdient also durchaus genauere Erörterung. Diese bleibt erstaunlich oft aus. Ein prototypisches Beispiel. Sie sehen hier einen Artikel eines hier nicht näher zu erwähnenden Autors zum Thema Kompetenzmodellierung. Dieser verwendet auf beeindruckenden 42 Seiten insgesamt noch deutlich beeindruckendere 328 Mal das Wort Kompetenz. Das ist da rot. Zum Begriff Kompetenz heißt es hingegen eher lapidar, ich zitiere, Kompetenzmodellierungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie als theoretischen Ausgangspunkt einen Kompetenzbegriff wählen. Klammer auf, Weinert 2001, Klammer zu. Das ist Weinert. Das ist Weinerts offenbar keiner weiteren mathematikdidaktischen Diskussion bedürftiger Kompetenzbegriff. Hervorhebung von mir. Und jetzt traue ich mich mal einfach weiter zu blättern, weil da sollen wir ja eh nicht mehr drüber diskutieren. Einer der wenigen vom Proponenten des Kompetenzbegriffs verfassten Texte zu dessen Begriffsinhalt und Genese stammt von Eckhard Klime und Johannes Hartig. Er benennt im Wesentlichen zwei Ursprünge des Kompetenzbegriffs. Die sprach- und kommunikationswissenschaftlichen Ansätze von Noam Chomsky und Jürgen Habermas und die psychologischen bzw. pädagogischen psychologischen Ansätze von David McClelland und Heinrich Roth. Wobei jetzt zu Habermas und Roth außer dem entsprechenden Literaturverweis gar nichts weiter angegeben ist. Die können wir also wieder wegwischen und gehen direkt weiter zu Chomsky. Der hatte sich nun ausgerechnet in Auseinandersetzung mit Schriften von Wilhelm von Humboldt, ja, der hat uns jetzt nicht nur den Bildungsbegriff, sondern auch noch den Kompetenzbegriff eingebrockt, damit beschäftigt, dass es Menschen möglich ist, von den endlichen Mitteln der Sprache unendlichen Gebrauch zu machen, beziehungsweise, wenn man etwas weniger blumig sagen mag, das prinzipiell begrenzte Sprachwissen und Sprachmetawissen eines Individuums, welches bei Chomsky Kompetenz heißt, ermöglicht es dem Individuum, auch solche Sätze zu verstehen und selbst zu bilden, die es vorher noch gar nicht gehört hat. Diese als innere Anlage verstandene Kompetenz ist dann Grundlage für Performance, das heißt das erfolgreiche Sprachhandeln in unterschiedlichen Kontexten und Situationen. Wobei diese Kontexte und Situationen eben immer auch einen Einfluss darauf haben, ob das Sprachhandeln oder Kommunikationshandeln erfolgreich verläuft. Bei Chomsky realisiert nämlich nur der ideale Sprecherhörer in jeder beliebigen Situation das volle Potenzial seiner Kompetenz. Allerdings hat es diese Unterscheidung von nicht direkt wahrnehmen oder überprüfbarer Kompetenz und nach außen sichtbarer, kontext- und situationsspezifischer Performance gar nicht wirklich in die empirische Bildungswissenschaft herübergeschafft. Als Vorvater des zweiten Ursprungs des Kompetenzbegriffs der pragmatisch-funktionalen Testpsychologie gilt gemeinhin David McClelland, der dieses Konstrukt 1973 als Alternative zu den in den USA seinerzeit sehr populären, von McClelland aber als latent rassistisch und klassistisch empfundenen Intelligenztests ins Spiel gebracht hat. McClelland ist erstens fest davon überzeugt, dass es kaum eine menschliche Eigenschaft gibt, die nicht durch Training oder Erfahrung verändert werden könnte. Man sollte hier vielleicht dazu sagen, dass er selber solche Trainings angeboten hat. So ganz uneigennützig ist das vielleicht nicht. Für McClelland kann zweitens jede solche menschliche Eigenschaft, die zur erfolgreichen Ausübung einer Berufstätigkeit erforderlich ist, als Kompetenz aufgefasst werden. Auch da sollte man dazu sagen, er war eben weitestgehend in der Wirtschaftsberatung tätig. Er benennt dann für Auszubildende in Sägewerken als ausgewählte Beispiele von insgesamt über 50 Einzelkompetenzen sehr bodenständige Dinge wie als Kompetenz, der Azubi kann Winkel messen und der Azubi kann Werkzeuge wie etwa Hobel schärfen. Damit zeichnet sich drittens bereits ab, dass Testing for Competence aus ganz pragmatischen Gründen vielleicht doch nicht ganz so berufs- und situationsspezifisch ausgelegt werden sollte,
Es sei denn, Sie wollen 70.000 Kompetenzen haben, das geht ja irgendwie auch nicht, sondern man nach Gruppen von Karrierewegen clustern müsste. Wobei dann interessanterweise im Wesentlichen bei McLennan zwei Arten von Kompetenzen übrig bleiben, nämlich die ganz klassischen Kulturtechniken, Lesen, Schreiben, Rechnen und sogenannte Persönlichkeitsmerkmale wie Kommunikationsfähigkeit, Geduld, Fähigkeit zum Setzen realistischer Ziele und Ich-Entwicklung. Viertens und letztens ist McLennan ein sehr scharfzüngiger Kritiker von standardisierten Pen-and-Paper-Tests. Da diese vom Testanten eben immer nur erwarten würden, die vorab vom Testersteller als richtig klassifizierte Lösung zu bestimmen. Sehr viel wichtiger sei aber das kreative Finden eigener Lösungen, an die die Testersteller noch gar nicht gedacht hätten und die in solchen Tests sich dann natürlich auch gar nicht äußern können. Gut. Wenn Ihnen da jetzt einiges anders als bei Chomsky oder anders als in der aktuellen Kompetenzorientierung vorkommt, sind Sie nicht alleine. Klime und Hartig halten fest, dass die beiden zentralen Kompetenzkonzepte, aus denen der heutige Kompetenzbegriff hervorgegangen ist, sich antipodisch gegenüberstehen. Das, was in der Testpsychologie Kompetenz heißt, wäre bei Chomsky eigentlich Performance. Weiter heißt es bei Klima und Hartig, dass Kompetenzen sich als, Zitat, kontextspezifische Leistungsdispositionen auf Situationen beziehen, deren Breite zwischen spezifischen Kompetenzen und Schlüsselkompetenzen variieren. Das ist jetzt einigermaßen erstaunlich, da man bei Schlüsselkompetenzen oder Schlüsselqualifikationen ja gemeinhin eher an Dinge denkt, die sich eben eher in sehr vielen Situationen aus ganz verschiedenen Kontexten einsetzen lassen. Beinahe noch erstaunlicher ist, dass sich Klima und Hartig ausdrücklich dem Urteil von Barrett und Depinet anschließen, dass es bislang keine solide empirische Evidenz dafür gäbe, dass Kompetenztestungen in ihrer Vorhersagequalität für berufliche Bewährung valider wären als traditionelle kognitive Leistungsdiagnostik. Sag nicht ich, ne? Das sagen Hartig und Klima. Mit Gellhardt darf man noch hinzufügen, die Kompetenzbewegung vertraut auch weiterhin auf die von McLellan selbst scharf kritisierten standardisierten Testverfahren, in denen kreative Problemlösung allenfalls als theoretische Dekoration eine Rolle spielt. Also nochmal zum Mitschreiben. Kompetenz ist entweder eine nicht direkt wahrnehmbare innere Anlage oder direkt wahrnehmbares Problemlöserhandeln oder irgendwie beides. Dieses Problemlöserhandeln ist entweder spezifisch kontextgebunden oder auch nicht oder irgendwie beides. Es gibt keinen empirischen Beleg für die Überlegenheit des Kompetenzkonzepts gegenüber klassischer Leistungsdiagnostik. Und Kompetenzdiagnostik beruht auf genau den Testverfahren, die zu überwinden sie sich ursprünglich einmal zum Ziel gesetzt hatte. Man verzeihe mir meine Skepsis, aber der von Kerstan beschworene breite Konsens, dass man Grundbildung in den Kernfächern der Schule weltweit vergleichbar messen kann, erscheint mir doch weit weniger Ergebnis auf solider empirischer Evidenz beruhender Theoriebildung, als vielmehr schlicht ein Axiom der empirischen Bildungsforschung, eine normative Setzung. Grundbildung kann und soll eben nur noch sein, was sich mit den bevorzugten Verfahren messen lässt. Ich komme zum Schluss. Sie könnten nun geneigt sein zu fragen, wo bleibt das Konstruktive oder wo ist eigentlich dein Punkt oder wo ist Ihr Punkt, wenn Sie mich nicht so gut kennen. Da könnte ich dann Michel Foucault vorschicken. Mein Punkt ist nicht, dass an den Transformationen des Bildungsbegriffs oder am Kompetenzbegriff nun alles schlimm ist, sondern dass alles beides, das althergebrachte, zum Teil eher hochtrabende idealistische Bildungsdenken, ganz genauso wie das neue pragmatisch-positivistische Kompetenztesten potenziell gefährlich ist. Das hat durchaus ein Silver Lining, denn die Antwort auf die Frage nach dem Ausgang der Epoche mathematischer Bildung könnte dann lauten, nicht solange die Bedingung ihrer Möglichkeit ernsthaft bedacht wird. Was das heißen könnte, will ich jetzt abschließend zu den angekündigten Thesen für und wieder den Ablass der Bildung zuspitzen. Erstens, die Bedingung der Möglichkeit von mathematischer Bildung bzw. mathematischer Allgemeinbildung oder gegebenenfalls Mathematical Literacy ernsthaft zu bedenken, heißt,
sich mit deren Charakter als regulativen Ideen zu arrangieren. Alles andere ist Ideologie. Wir können als Mathematikdidaktikerinnen und Mathematikdidaktiker oder als Mathematiklehrerinnen und Mathematiklehrer durch den Unterricht ebenso wenig gewährleisten, dass Lernende zu konstruktiven, interessierten und reflektierten Bürgerinnen und Bürger werden, beziehungsweise zu entscheidungskompetenten Laien, welche effektiv die Expertinnen kontrollieren könnten, wie der Mathematikunterricht des 19. und frühen 20. Jahrhunderts auch nicht gewährleisten konnte, dass alle Lernenden Gesinnungen und Charakter ausbilden konnten und dann einmal gute, anständige Menschen und Bürger wurden. Aber wir können uns vielleicht bemühen, unser Möglichstes zu tun, den Schülerinnen und Schülern im Sinne Wenigers und Klafkis ein wohlüberlegtes Angebot zu machen. Ihnen eine, um es nochmal mit Winter zu sagen, Erfahrung davon zu ermöglichen, was Mathematik sein kann, was Mathematik für die Menschen und die Gesellschaft bedeuten kann, warum es sich lohnen kann, sich auf Mathematik einzulassen und wo es besser sein kann, sich der Anwendung von Mathematik zu verweigern. Wir sollten aber weder uns noch anderen einreden, wir könnten Bildungsgüter oder Bürgerkompetenzen durch Mathematikunterricht unmittelbar übertragen oder diese Übertragung unmittelbar überprüfen. Zweitens, arrangiert man sich mit dem Charakter von mathematischer Bildung, Allgemeinbildung oder Mathematic Literacy als regulativen Ideen, so bleibt die schon von Hans-Georg Steiner beschriebene False Dichotomie von reiner Mathematik und angewandter Mathematik auch weiterhin eine solche, nämlich falsche. Im Zuge der diversen Brand- und Löschbriefe aus dem Jahr 2017 klafft ja dieser Widerstreit zwischen Modellbildung und Anwendung auf der einen und Rechenfähigkeiten und innermathematischer Systematik auf der anderen Seite aktuell wieder ziemlich auf. Allgemeinbildend oder Mathematical Literacy fördernd wirksam werden kann aber allenfalls das Spannungsverhältnis von Lebenswirklichkeit und fachlicher Systematik, wie es Heinrich Winter formuliert hat. Es gibt da kein einfaches Entweder-Oder, nur die im Einzelnen dann immer sehr diffizile Frage nach dem richtigen Mischungsverhältnis. Drittens, mit Blick auf Realitätsbezüge gilt im Sinne von mathematischer Bildung, Allgemeinbildung bzw. Mathematical Literacy eben nicht viel hilft viel, sondern jedes Mehr muss ein tiefer oder gründlicher sein, was den mathematisch-sachkundlichen Doppelcharakter angeht. Ich denke, wir tun im Allgemeinen weder den Anwendungen noch der Mathematic Literacy einen Gefallen damit, wenn wir zwar viele Anwendungen in den Unterricht hereinnehmen, die dann aber entweder völlig schief dargestellt werden oder eben gar nicht mehr sachkundlich geklärt. Viertens, Mathematik verstehen als Menschenrecht und Bürgerpflicht wird weder ein Zurück zu Sinn entleerten Kalkülen noch eine Schwierigkeiten vermeiden wollende No-Mass-Bewegung einlösen können. Hier beziehe ich mich nochmal auf die Brand- und Löschbriefe des letzten Jahres. Ich gestehe beiden Seiten zu, dass sie um den Mathematikunterricht und das Verstehen von Mathematik sehr ernsthaft bemüht sind. Die Frage der Allgemeinbildung wird sich aber wohl einerseits nicht daran entscheiden, ob jemand außer ganz rationalen Funktionen nun auch noch gebrochen rationale ableiten kann und ob er auch partiell und durch Substitution integrieren kann oder händisch eben nur noch einfache Funktionen und den Rest mit Computerhilfe. Und andererseits ist es der Verstehensförderung und gegenseitiger sachkundlich-mathematischer Aufklärung wohl auch sehr wenig dienlich, wenn im Zuge einer gut gemeinten, aber leider dann oft schlecht gemachten, Schwierigkeiten vermeiden wollenden Verständlichkeitsförderung die manchmal eben einfach schwierigen begrifflichen Grundlagen und innermathematischen Zusammenhänge so weit reduziert werden, dass dann doch nur wieder ein unzusammenhängender Werkzeugkasten für im Zweifelsfall nicht besonders sinnvolle Pseudo-Anwendungsaufgaben übrig bleibt. Eine Aufgabendidaktik 4.0 braucht nun wirklich keiner. Fünftens und letztens.
ernsthaft an Professionalisierung von Lehrpersonen interessierte universitäre Mathematik und Mathematikdidaktik täten sehr gut daran, die von ihnen lizenzierten Wissensreviere ganz im Sinne des Zitat von Klafki zu Erich Wenigers Vorstellung von Bildung eben nicht sakrosankt zu setzen. Mathematisches und mathematikdidaktisches Wissen und Können also nicht als normativ verbindliche Verpflichtung zu sehen, sondern vielmehr als in der bildenden Begegnung glaubhaft zu repräsentierendes Angebot, angesichts dessen auch Lehrpersonen zu ihren eigenen Interessen, Wertungen, Entscheidungen finden sollten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.